Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Große Demonstration heute Nachmittag in Höxter. Anwohner hatten die einzige Brücke zwischen den Ortsteilen Bruchhausen und Ottbergen blockiert, weil sie ihre Situation deutlich machen wollten. Denn die Brücke soll im Sommer abgerissen werden und bis dort eine neue errichtet ist, sollen etwa 1,5 Jahre vergehen. Bis in der Zeit ist es völlig unmöglich, die Brücke über den Fluss Nethe mit einem Fahrzeug zu überqueren. Unsere nächste Geschichte heute könnte auch von einem Krimi-Autor stammen. Ein Kassierer der Sparkasse Riedberg soll sich beim Befüllen von Geldautomaten immer wieder Geld in die eigene Tasche gesteckt haben. 1,7 Millionen Euro sind so angeblich über mehrere Jahre zusammengekommen. Heute wurde eigentlich das Urteil in diesem ungewöhnlichen Fall erwartet, aber die Bielefelder Richter brauchten dann doch noch etwas mehr Zeit. Vielleicht möchte sie so gerne Kandidatin für die Landtagswahl werden, dass sie dafür vielleicht einen Weg wählte, der ihr jetzt möglicherweise zum Verhängnis wird. Es geht um eine AfD-Kandidatin für Bielefeld. Weil ihre Partei weder in NRW im Landtag noch im Bundestag vertreten ist, braucht sie für ihre Kandidatur 100 sogenannte Unterstützungsunterschriften. Die hat sie auch vorgelegt, sogar mehr als sie eigentlich brauchte. Aber offenbar hat sie sich die Unterschriften durch Tricks und Täuschungen besorgt. Davon ist jedenfalls der Kreiswahlausschuss überzeugt. Statistiken sind ja manchmal sehr speziell und die neueste vom WDR ganz besonders. Seit Jahren berichten wir ja schon darüber, dass der Kreis Höxter irgendwie so eine Art Sorgenkind der Region ist, weil dort immer weniger Menschen leben und laut Prognosen in Zukunft sogar irgendwann die ältesten im ganzen Land. Als Grund wird unter anderem immer das schlechte Freizeitangebot genannt. Die Kollegen von der WDR-Doku-Reihe Wir sind 18 Millionen haben jetzt die Freizeitangebote in den Städten und Kreisen in ganz NRW untersucht und da, jetzt kommt's, ist der Kreis Höxter plötzlich landesweiter Spitzenreiter. Wir erzählen Ihnen warum. Wenn Sie gerne mehr sehen möchten, Wir sind 18 Millionen und so machen wir frei, heißt die Dokumentation heute direkt nach der Tagesschau um 20.15 Uhr hier bei uns im WDR Fernsehen. Und damit sind wir beim Blick auf die Nachrichten. Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen ist in OWL im März um 1.600 auf gut 67.000 zurückgegangen. Die Quote sank auf 6,1%. Heute gab es für die Paderborner Wissenschaftlerszene Grund zum Feiern, denn die Stadt hat nach mehrjähriger Anlaufphase jetzt ihr eigenes Fraunhofer-Institut. Es wurde von NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze eröffnet. Vor kurzem hatten wir noch über die Rettungsversuche der Fans berichtet. Nun steht der FC Gütersloh endgültig vor dem Aus. Die Bemühungen des ehemaligen Fußball-Zweitligisten der Insolvenz und dem Zwangsabstieg zu entgehen, sind so gut wie gescheitert. Das hat der Traditionsverein am Nachmittag auf seiner Internetseite gemeldet. Zwar gibt es finanzielle Zusagen von zahlreichen Unternehmen, den Verein zu unterstützen, ihm fehlen aber weiterhin kurzfristig 150.000 Euro. Ja, das Literatur- und Musikfestival Wege durch das Land ist gerettet. Das haben wir ja berichtet diese Woche. Es will in diesem Jahr noch größer werden. Insgesamt sind 24 Veranstaltungen geplant an 22 besonderen Orten in OWL. Vertrauen spielt ja bei mobilen Pflegediensten eine entscheidende Rolle. Denn die Mitarbeiter kommen nach Hause, beschäftigen sich mit den intimsten Dingen. Andererseits ist aber auch jeder Handgriff durchgetaktet und wird einzeln abgerechnet. Und genau das nutzen möglicherweise einzelne Pflegedienste zu ihren Gunsten aus. Der Spitzenverband der Pflegekassen rechnet mit einer hohen Dunkelziffer und jährlich vielen Millionen Euro Schaden durch Abrechnungsbetrug. Auch ein Pflegedienst im Kreis Herford steht unter Verdacht. Seit Oktober ermittelt die Polizei. Ein Auszubildender hatte die Sache ins Rollen gebracht. Das hier neben mir ist kein normaler Teich, sondern das Quellgebiet der Lippe, das der Stadt Bad Trippspringe seinen Namen gegeben hat, ihren Namen. Die Lippe entspringt direkt neben der Burgruine und mündet nach 237 Kilometern bei Wesel in den Rhein. Normalerweise haben die Enten die Quelle für sich allein. Heute gab es dort einen sehr ungewöhnlichen anderen Badegast. Das Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn hat heute einen völlig neuartigen Flipper vorgestellt. Der Forminator bietet ein komplett anderes Spielgefühl für den Kneipenklassiker. Man ist nämlich mit. Ja, und Flipper sind ja eigentlich eher was für die Größenkinder unter uns. Eine neue Ausstellung, die morgen im Detmolder Freilichtmuseum eröffnet, zeigt, wie sich das Spielverhalten im 20. Jahrhundert verändert hat. Ene Mene Mu heißt das Ausstellungsprojekt, das bis Ende Oktober läuft und bei vielen bestimmt auch Erinnerungen an die eigene Kindheit weckt. Ja, ist schon krass, wie schnell die Zeit vergeht. Heute ist auch schon wieder der letzte Tag im März. Und es war ein März fürs Geschichtsbuch, denn es war mit der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung.
Und den Mann hier neben mir, den kennen Sie schon. Das ist Diplom-Meteorologe Friedrich Föst aus Lübbecke, unser Mitterwärmste. Es ist sogar tatsächlich der wärmste März. Der Tag heute hat es noch mal rausgerissen. Exakt. Allerwärmste Tag. Ne? Gestern hat man es in den Wetterberichten manchmal so gehört. Heute könnte ein Rekordtag werden. Das ist knapp vorbei. Genau. Als Wetterexperte auch so richtig dann mit? Ja, man sitzt da. Kann man denn daraus irgendwas ableiten, dass es jetzt besonders schön weitergeht, dass es ein besonders schöner Sommer wird? Nein. Nicht besonders sicher, wenn man es irgendwo hört, ne? Nein, ganz bestimmt nicht. Ja, manchmal hört man das ja, ne? Das ja, heißt natürlich auch, dass der Sommer nein, super wird. Man sagt ja immer Winterreifen von O bis O, also Ostern ist noch ein bisschen hin. Das heißt, wir könnten mittlerweile möglicherweise auch noch mal Schnee kriegen jetzt, muss ich gestehen. Aber dann gucke ich noch mal, dass ich noch mal ein bisschen in die Nähe packe. Das sollten Sie tun, ja. Sind die Wetterberichte heutzutage eigentlich genauer geworden als vor noch einigen Jahren? Ja, mittlerweile. Haben, dann können Sie uns eigentlich auch den Wetterbericht für natürlich die nächsten Tage erzählen. Also bitteschön, ja, hier ist er. Warm. Und so geht's weiter. Aber am Sonntag erwartet. Sehr schön. Ganz herzlichen Dank. Können wir Sie hier fast schon anstellen? Bitte gerne. Aber dann bin ich arbeitslos. Also wir überlegen uns das, glaube ich, nochmal. Aber vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war sie nämlich, Ihre Lokalzeit für heute und für diese Woche. Morgen geht's weiter mit der Lokalzeit am Samstag. Und ab Montag ist Markus Werner wieder für Sie da. Tschüss, bis bald. Tschüss.